Hallo und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect Andromeda. Wir versuchen immer noch, diese wundervollen Erinnerungen von Sam zu finden. Die Strahlungswerte liegen im kritischen Bereich. Bringen Sie sich unverzüglich in Sicherheit. Na klar, machen wir das. Das da hinten sieht auch theoretisch nach Sicherheit aus. Ich weiß nämlich ehrlich gesagt nicht so genau, wo ich hin muss. Oh. Nee, das sieht eher nach, wir kommen da nicht hin aus. Lebenserhaltungssysteme stehen kurz vor dem Ausfall. Was? Jetzt schon? Oh oh. Lebenserhaltung fällt aus. Bringen okay. Sie sich unverzüglich in Sicherheit. Also irgendwie. Wer flach getrillt. Das ist echt ungesund hier. Ich nehme an, irgendwann gehen einem die Namen aus. Oh. Wir haben ein neues Gebiet entdeckt. Und haben auch hier wieder Aufgaben, die wir erledigen können. Allerdings wollte ich das eigentlich noch gar nicht machen. Oh, was war das denn da gerade am Himmel? Waren das Kit? 1900 und 900. Aber ich glaube, wir werden auch gleich wieder explodieren. Ich hatte letztes Mal versucht, da irgendwie drauf zu kommen. Aber habe es nicht so ganz geschafft. Ich muss mir das mal eben noch mal kurz hier angucken. Ja, ich weiß, dass ich bald sterbe, aber gibt es da irgendwie einen Aufstieg, dass ich da an die Spitze komme? Bin mir nicht sicher, ob das funktionieren könnte, ob ich da einfach so hoch kann. Übrigens nicht wundern, wenn meine Stimme heute ein bisschen blöd klingt. Ich bin irgendwie so ein bisschen heiser. Ich weiß nicht, ob ich mich erkälten werde, aber ich hoffe nicht. Bisher ist nur meine Stimme ein bisschen weg. So. Ich meine, hier ist ja auch überall nirgendwo gerade sicheres Gebiet. Komm, das schaffst du, oder? Jetzt sind wir bestimmt gleich da. Und das bringt uns gar nichts, weil wir immer noch kein sicheres Gebiet gefunden haben. Moment, wo ist denn das? Das ist auf der anderen Seite. Da unten ist das der Höhleneingang, wo wir gerade rausgekommen sind? Ich glaube ja, oder? Was ist das denn da unten noch für ein Gebilde? Wie soll ich da an die Spitze kommen? Ich sehe keinen Weg, ja, wie ich da raufkommen kann. Aber ich schaue nochmal. Vielleicht da so ein bisschen hochschlängeln. Moment. Das könnte eventuell was werden. Aber das Problem ist, ich werde eh gleich explodieren. Ich hoffe, ich finde den Weg wieder. Weil das sieht gar nicht mal so verkehrt aus, oder? Wir kommen der Sache näher. Theoretisch. Ich wünschte echt, hier wäre mal wieder so ein sicheres Gebiet. Ach, jetzt sind wir wieder hier. Genau, letztes Mal sind wir da unten explodiert. Und wir hätten eigentlich, glaube ich, nur hier hochfahren können. Aber, ja, der Nomad brennt schon. Viel Zeit werden wir hier nicht mehr haben. Aber wir sind so nah dran. Komm, bitte explodier jetzt nicht. Und wir haben es tatsächlich geschafft. Hier ist die Erinnerung. Und, na, wie viel Energie habe ich noch? Oh ja, ich werde noch schneller explodieren. Oder, nee, ich werde wahrscheinlich nicht explodieren, sondern ersticken, oder? Ja, ersticken. Wow. Ich frage mich ja gerade, ob ich die Atmosphäre hier erstmal auch perfekt herstellen muss, dass ich mir die Erinnerung holen kann, weil das ist schon ziemlich kritisch hier. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das was werden wird, so wie die Strahlung da aktuell noch vorherrscht. Strahlungswerte sind rapide angestiegen, Pathfinder. Ja, ich weiß, Sam, aber was soll ich machen? Wir müssen halt wirklich hier hin und hier hinten hin. Hier hinten ist ja, glaube ich, noch relativ sicheres Gebiet. Aber hier, das ist wirklich kritisch. Ich weiß ja jetzt ungefähr, wo wir lang müssen. Hoffe ich. Deswegen werde ich das einfach nochmal ganz schnell versuchen. Ich glaube, das war hier unten, oder? Oh, nein, so nicht. So. Und dann da hinten hoch, genau.
Das ist doch eine andere Höhle da hinten. Fiel mir übrigens gerade auf. Das ist nicht der Eingang, aus dem wir rausgekommen sind. So, komm schnell. Oh Mann, ey. Aber ich sag's mal so, selbst wenn der Nomad ein bisschen länger... Bringen Sie sich unverzüglich in Sicherheit. Ja, ja. Selbst wenn der Nomad ein wenig länger durchhalten würde, halten wir trotzdem nicht länger durch. Das ist das Problem. Sobald ich aussteige, bin ich so gut wie tot. Ich versuche nochmal ganz dicht dran zu fahren. Noch brennen wir nicht. Aber ich habe das Gefühl, wir müssen hier auch erst die Strahlung beseitigen. So, da war das. Und dann muss ich auch schaffen, schnell wieder einzusteigen. Und ich muss schaffen zu scannen. So, also dichter geht's jetzt nicht. Können wir vom Nomad aus scannen? Nein, natürlich nicht. Und einfach ganz schnell. Hier, so. Hey, nein, nein, Sam, komm. Ich war so nah dran. Nein, nein, scanne. Ja, Koa geht's gut, ne? Okay, das war ziemlich kläglich. Okay, das wird also auf keinen Fall funktionieren. Dann würde ich trotzdem gerne einmal in diese andere Höhle da reingucken. Einfach nur aus Prinzip. Mal kurz schauen, was da so ist. Und ja, oh. Abkürzung! Warte mal, ist hier so ein Baugebiet? Nee, ne? Ist einfach nur wüstig. Nee. Und dann sollten wir vielleicht erstmal zu der anderen Erinnerung fahren, weil die ist, glaube ich, sicherer. Hier ist auch noch Strahlung, ne? Ja. Lebenserhaltung versagt. Okay, also es ist hier einfach echt nicht gesund. Ach, hier waren wir, glaube ich, sogar schon mal. Wo wir ja hier unten explodiert sind. Okay. Es bringt nichts. Hui. Weiß aber nicht, ob ich so schnell den Weg wieder zurückfinden werde. Beziehungsweise überhaupt mal in eine sichere Zone, dass wir hier wieder halbwegs leben können. Also sind wir natürlich leider sehr langsam. Aber ich glaube, ohne ja, dieses Auto aufstellen, ich weiß gar nicht mehr, wie sich das nennt, dieser orangene Modus halt, ohne den würden wir hier, glaube ich, nicht hochkommen. Tja, schade, dass hier immer noch so viel Strahlung ist, weil insgesamt hat sich das natürlich die Lage jetzt verbessert, dank uns. Aber es reicht halt einfach noch nicht. Bin ich überhaupt auf dem richtigen Weg? Weiß es nicht. Ich glaube... Ja, der eine kommt langsam auch ein bisschen dichter. Da wollen wir ja jetzt hin. Oh, das sieht auch cool aus da hinten gerade so. Ach, jetzt sind wir wieder hier oben drauf. Ich weiß halt auch nicht, wenn wir erstmal anfangen zu brennen und dann in eine sichere Zone gehen, ob sich der Nomad davon überhaupt wieder erholt und wieder aufhört zu brennen. Ja, das ist schön. Aber nicht gut für uns. Das sieht nach einer sicheren Zone aus, oder? Sie müssen in das Missionsgebiet zurückkehren. Wieso? Okay. Offensichtlich hat die Welt doch eine Levelbegrenzung. Das hatte ich mich ja auch mal gefragt. Denn dort kommen wir nicht weiter. Obwohl das ja so cool aussieht da hinten. Ach, da unten ist unser Ding. Nein, das wollte ich gar nicht. Überlebt er das? Ja, das passt schon. So, hier ist wenigstens nur Gefahrenstufe 1. Aber wir brennen ja schon so ein bisschen, glaube ich. Ich höre es knistern. Moment. Ja, wir sind aber auf dem richtigen Weg. Und ich sehe Feinde irgendwie auf der Karte. Oh. Super. Ich hau dann einfach mal schnell ab, ne? Jetzt können wir auch wieder den schnelleren Modus hier nehmen. So, jetzt dürfen wir eigentlich gleich wieder in der sicheren Zone sein, ne? Oh, Gott sei Dank. Erholst du dich wieder nur mit? Oh, vielleicht sollte ich mal aussteigen, weil... Ich glaube, der wird gleich explodieren. Und ich sag's mal so, uns geht's ja jetzt gut. Und zur Not, können wir auch einen neuen Nomad anfordern.
dürfte echt explodieren gleich. Gegner vor uns! Wo das denn bitte? Oh, 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 mein Herz. Unsichtbare Gegner, alles klar. Ja, stimmt, da war ja was. Ich schätze, das war's. Gott, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Nomad? Ah, es ist noch so weit bis da hinten, ne? Ach komm, Risiko. Weil er brennt echt schon extrem. Wie, Gefahrenstufe? Nicht schon wieder. Okay, wir müssen einfach nur schnell irgendwie da hinten hinkommen. Oder? Ist das richtig? Nee. Hä? Ach, da oben ist die Erinnerung. Nein. Komm. Ich hoffe echt, dass der Nomad noch ein bisschen durchhält. Ich meine, gut, bei Fahrstufe 1 können wir auch aussteigen. Das ist nicht ganz so schlimm. Wo sind sie? Keiner mehr da, ne? Kann man das ja auch scannen? Nee, ne? Aber wir können die Erinnerung von Sam scannen. Ich bin gespannt. Oder nee, anklicken. Noch ein Erinnerungsauslöser? Ja, aber meine Speichermatrix ist immer noch blockiert. Es sind weitere Auslöser erforderlich. Das ist sehr schön, Sam. Und ich habe auch einen weiteren gefunden, aber wir kommen leider einfach nicht ran. Die Strahlung ist wirklich zu hoch. Ja, der da hinten. Ich würde ihn so gerne aktivieren. Was müssen wir tun? Okay, da unten sind wir wieder in unserem sicheren Gebiet. Ach du Scheiße, ich glaube, der wird wirklich gleich explodieren. Wo haben wir denn hier einen Aufklärungsposten mal in der Nähe? So, wir sind ja hier. Ja, ich glaube, das ist auch schon der nächste an uns dran. Aber ich weiß nicht, ob wir Nomad anfordern können, wenn wir noch einen haben. Obwohl doch, ich glaube ja. Ich glaube tatsächlich ja. Das schaffst du, ne, Ryder? Sehr gut. Dann werde ich doch mal eben schnell zu Fuß dahin laufen und mir, glaube ich, einen neuen Nomad holen. Weil ich keine Lust habe, dass der uns dann doch noch... Heilung ist ein langwieriger Prozess. Das hier war eine harte Lektion für uns. Explodiert. Eine Lektion, die wir nie vergessen dürfen. Hier sollte ein Denkmal oder Monument errichtet werden, sobald Zeit dafür ist. Könnte man machen. Ja, wir können uns zum Glück einen neuen Nomad holen. Der brennt dann auch nicht mehr, ne? Nö, der sieht wieder sehr gut aus. Und ich mag das, wie der so schön goldfarben oder bronzefarben glänzt. Sieht total cool aus. Okay, wir gucken einfach mal jetzt hier so rein. Ja, das wird erstmal nichts, würde ich mal sagen. Die verschollenen Eichen, ja gut, die werden wahrscheinlich irgendwo anders sein. Ansonsten haben wir hier auch noch zusätzliche Aufgaben. Reliktdatenkerne können wir noch finden. Ich weiß gar nicht, wo die sind. Wenn ich das jetzt mal markiere. Ich möchte ja irgendwie mal wegkommen. Nein, nicht ins Wasser. Nicht ins Wasser. Es ist hier eindeutig zu eng, um mit einem Nomad rumzufahren. Ich kann aber nicht sehen, wo das ist, ne? Kann man das auf der Karte sehen? Was bedeutet das hier eigentlich? Diese Pfeile? Werden die erklärt? Nö. Hier haben wir das Einsatzziel. Das heißt, hier ist noch die Erinnerung. Hier sind Mineralien. Genau. Das hatte ich auch letztes Mal schon geguckt. Aber wo sind denn diese Reliktdatenkerne? Und hier ist auch noch was. Eine neue Mission. Großartig. Wir sind also anscheinend in der Nähe von einer neuen Mission auch noch. Aber ich glaube fast, da kommen wir halt besser zu Fuß hin. Ich glaube auch, die wollte ich mir letztes Mal holen, aber habe es irgendwie nicht hinbekommen. Ist das vielleicht einfach hier drin oder so? Sieht so aus. Na sowas.
Das Forschungszentrum des Außenpostens ist noch intakt. Ich informiere die Tempest über diese bedeutsame Entdeckung. Die Forschung war für die Initiative schon immer von entscheidender Bedeutung. Und wir werden auch hier nicht auf sie verzichten können. Diese Technologie ist der Schlüssel zu unserem Überleben in Andromeda. Sie ermöglicht es uns, Neues zu erschaffen. Okay. Da. Aber ich glaube, das ist nicht die Aufgabe, die wir machen können. Huh? Ach doch, hier. Energierelais. Die Forschungsstation ist wieder online. Ich habe eine Liste von Waffen erstellt, die wir mit den erforderlichen Komponenten herstellen können. Okay. Sehr gut, Sam. Wir haben hier noch ein Datenpad. Neue Bolzen, Abreise. Login, leitender Vorarbeiter Adriano Fonesca. Habe heute die neuen Bolzen für den Unterschlupf ausprobiert. Nur die Zeit wird zeigen, ob sie auch halten, wenn der nächste Sturm über uns hinwegfegt. Zumindest dürften diesmal die Einzelteile leichter zu finden sein. Shorty will eine Evakuierung zurück zur Nexus und sagt, zu viele Cat, nicht genug Wasser, keine Hoffnung. Lieber verkaufe ich Vorräte und schlafe an Deck, als noch eine Nacht wach zu liegen und den Stürmen zuzuhören. Kann nicht behaupten, dass er Unrecht hat. Nachdem ich 3 Männer durch die Cat verloren hatte, wollte ich auch von hier weg. Aber ich habe ihn gefragt, was ich mich gefragt habe. Was hat die Nexus Pionieren zu bieten? Ist Eos nicht das, wofür uns verpflichtet haben? Doch, ist es. Es muss. Ach ja. Schwierig, schwierig. Ich guck nochmal eben auf die Karte. Irgendwie. Ach, wir sind jetzt hier oben. Und das ist da unten. Da wollte ich eigentlich ursprünglich hin. Ich meine, gut, wir haben ja jetzt im Grunde trotzdem etwas Interessantes gefunden. Da, die Richtung. Das müsste ja theoretisch irgendwo da oben zu finden sein, was auch immer ich genau suche. Irgendeine Mission halt. Oh, das nehmen wir mit. Und das natürlich auch. Das kann man bestimmt immer alles gut gebrauchen. So, theoretisch ist es immer noch weiter in diese Richtung. Aber natürlich haben wir wieder Strahlung hier. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu weit weg. Ohne Nomad. Moment. Theoretisch bin ich fast da. Praktisch ist das dann immer so eine andere Sache. Vielleicht müssen wir hier hoch. Gucken, ob das klappt. Oh, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Okay. Ein Datenpad. Die Chefingenieurin. Login-Chefingenieurin Grace Leto. Neuer Eintrag. Letzter Eintrag. Ich schließe Sammelpunkt Delta und erkläre die Evakuierung für abgeschlossen. Keiner der Verbliebenen antwortet. Ich habe ihnen geschworen. Pause. Fortsetzung. Genug davon. Ich konnte nicht einmal ein einziges Projekt fertigstellen, um sie zu retten. Dieser Felsbrocken hat uns besiegt und ich akzeptiere meinen Teil der Schuld daran. Ich werde im letzten Shuttle sitzen. Wahrscheinlich geht's dann wieder in den Kälteschlaf. Ich werde keine Belastung sein, wenn das das Ende ist. Aber falls es einen Weg gibt, zu beenden, was wir begonnen haben, komme ich zurück. Hier spricht Chefingenieurin Grace Leto, E97 Durango. Ouch. Oh Gott, oh Gott. Verzeichne Kryokennung der Initiative. E97 Durango. Chefingenieurin Grace Leto. Sie war die Letzte, die evakuiert wurde. Sie ist Risiken eingegangen, aber es hat nicht funktioniert. Genauso wenig wie alles andere. Sie hat getan, was sie konnte. Mehr kann niemand verlangen. Tja, Quower ist da auch nicht gerade so optimistisch, was das angeht. Ich kann es aber auch ein bisschen verstehen. So, wir gehen jetzt erstmal schnell in die sichere Zone wieder. Keine kritischen Strahlungswerte registriert. Genau, das würde mich auch wundern. Sind bei 100%. Gut, so sollte es sein. Mit diesem wunderschönen Ausblick schaue ich nochmal auf die Karte. Also,
Wir haben jetzt hier noch die Mineralien. Ansonsten. Aha, er zeigt mir einfach die Forschungsstation noch an. Lebensfähigkeit 76%. Okay. Wir müssen also wirklich irgendwie, wenn das überhaupt möglich ist, ich weiß es nicht. Aber eigentlich müssten wir irgendwie die Lebensfähigkeit hier auf 100% kriegen. Und dann könnten wir uns auch hier hinten Sams Erinnerung holen. Ich sehe gerade, hier sind auch noch mehrere Ebenen, aber das bringt, glaube ich, nichts. Okay. Ja, dann würde ich mal sagen, dass ich nochmal hier reinschaue, weil, ja, da weiß ich jetzt gerade auch gar nicht so genau, wo wir die alle finden. Und auch hier fehlen uns immer noch verschiedene Leichname. Helios Aufgaben, Eos. Genau, das ist das, was wir gerade gefunden haben. Da sollen wir nochmal mit Eddos sprechen. Mit Eddos, na klar. Mit Edison. Aber boah, ich mag sie halt einfach nicht. Ich weiß gar nicht, wo wir sie finden. Sie ist bestimmt wieder auf der Nexus. Ich weiß es nicht. Obwohl, es ist eine Eos-Aufgabe, ne? Moment. Ist sie noch hier irgendwo? 2000 Meter entfernt? Ach, sie ist noch hier. Ja, Mist. Aber ich möchte diese Aufgabe gerne weghaben, deswegen werden wir das trotzdem machen. Auch wenn es jetzt leider wieder ein sehr langer Weg bis dahin ist. Brauchen wir eigentlich noch Muni? Nö, scheint nicht. Okay. Aber wir machen das einfach mal. Achso, was ich noch kurz gucken wollte. Haben wir denn noch die Hauptaufgabe hier, die Atmosphäre irgendwie besser zu machen? Auf der Nexus sollen wir auch noch mit ihr sprechen? Okay. Aber jetzt gerade scheint sie ja hier zu sein. Okay. Mit Ten sollen wir noch sprechen. Ja, und der Ehestrahl und Zeit geben sich aufzunehmen. Okay, wir können also quasi gar nichts mehr machen. Außer abwarten und Tee trinken. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich erstmal ein paar andere Aufgaben machen. Vielleicht nochmal ein paar Mal zurück zu Nexus. Und wenn wir dann wieder herkommen, dann ist es wahrscheinlich dann wieder heil. Also vermute ich jetzt einfach mal so. Und dann erst könnten wir uns auch die Erinnerung holen. Das, ja, schade. Weil ich mache natürlich immer gerne alles direkt. Aber es geht halt einfach noch nicht. Da müssen wir noch Geduld haben. So, was ist denn jetzt der kürzeste Weg? Ich glaube, das war's. Ah, ich glaube, das ist schon okay, wenn ich hier lang fahre. Ja, die Feinde ignorieren wir jetzt einfach mal konsequent. Das wird schon funktionieren. Okay, ja. Da hinten müssen wir hin. Ich mag diesen Boost. Oh. Nein, ich habe sie nicht gesehen. Nein. Natürlich nicht. Da war nichts. Habt ihr etwa was gesehen? So. Kommen der Sache näher. Ich weiß gar nicht, ob die Strahlung hier noch sehr schlimm ist oder ob es einigermaßen geht. Gucken wir mal. So, theoretisch sollte sie jetzt hier hinten irgendwo sein. Ich sehe schon mal eine riesige Satellitenschüssel. Nein, zwei sogar. Und, Moment. Was ist das denn da? Und hier ist noch ein Außenposten. Das ist ja sehr schön. Oh, ich würde sagen, wir haben hier gerade noch einen Leichnam gefunden. Komplexer Organismus. Status keine Lebenszeichen. Todesursache Strahlungskrankheit. DNA-Analyse wegen planetarer Strahlung nicht eindeutig. Ui. Datenschlüssel. Technikexperte Aman Putari. Getötet von dem, was er erforscht hatte? Die Todesfälle unter dem Personal wurden nicht gemeldet. Die Chefingenieurin hat die Berichte an den Nexus zurückgehalten. Das klingt übel, aber was auf Eos klingt schon gut. Da hat sie recht. Irgendwie nichts. Jedenfalls nicht gerade so viel, wie man sich wahrscheinlich erhofft hat.
Ja, das ist wieder richtig sinnvoll hier. Okay, wagen wir es einfach mal. Oh Gott, ich weiß nicht, wie ich die Kamera drehen soll. Da wird einem ja richtig schlecht bei. Hier ist auch noch ein Aufklärungsposten, okay. So. Ach, so. Ich dachte, das andere, wo wir gerade waren, wäre das Gebiet, wo die Tempest steht. Das heißt, wir sollen zurückfliegen. Huch, was ist nur los? Weil wir eh zwei Dinge mit ihr klären müssen, oder steht sie da? Nee, das ist irgendein Wesen, ne? Was bist du? Ein herumfuchtelndes Wesen, was sehr besoffen aussieht und nicht mit uns redet. So. Hi. Hi. Tschüss. Ja. Die haben anscheinend keinen Bock auf uns. So, deswegen würde ich mal sagen, wir fliegen jetzt tatsächlich zurück, um mit Addison zu reden. Auch wenn ich das nicht so gerne mag, aber es muss halt sein. Weil allein schon aus dem Grund, wenn wir wiederkommen, vielleicht hat sich ja bis dahin die Strahlung erholt. Wir können da ja jetzt eh nicht so viel machen. Bevor wir mit der Besprechung beginnen, möchte ich Peavy und Drac noch ihre Quartiere zuweisen. Ich habe meinen Rucksack schon in die Küche gestellt. Ich würde gerne dort bleiben, falls das okay ist. Und ich bin in einer der Rettungskapseln. Das ist mehr mein Ding. Das ist fantastisch. Willkommen an Bord. Irgendwelche Anmerkungen, Ryder? Ja, weiß ich nicht. Ich meine, die wollen das ja so, ne? Aber ich finde das eigentlich nicht so gut. Die sollten schon ein schönes Quartier haben. Sie sind Profis. Ich werde mich nicht um Kleinigkeiten kümmern. Reden wir über unseren Erfolg auf Eos. Wir haben unseren ersten richtigen Außenposten errichtet und darüber hinaus noch mehr geleistet. Wir haben die Relikte entdeckt und sind in ihr Gewölbe eingedrungen. Wurden nicht getötet. Haben die Strahlenkrankheit überwunden. Sogar mehrfach. Und sind nicht gestorben. Wurden an jeder Ecke von Cat angegriffen. Und wurden wieder nicht getötet. Sie sollten die Messlatte für das, was als Erfolg gilt, wirklich etwas höher legen. Wollen wir vielleicht die kroganische Definition von Erfolg nehmen, durch die ihre Heimatwelt von ihren eigenen Leuten zerbombt wurde? Auch wieder wahr. Konzentrieren wir uns auf die aktuelle Aufgabe. Den Weg genau. Nach vorne. Ich habe dazu nur eine Frage. Wann greifen wir das nächste Gewölbe an? Es sah aktiv aus. Wir müssen handeln. Langsam, langsam. Wir dürfen keinesfalls vorschnell handeln. Die Initiative hat Prioritäten. Das Team bestimmt, was gemacht wird. Genau genommen bestimmt der Pathfinder, was gemacht wird. Nur damit das klar ist. Also, was brauchen Sie von uns, Ryder? Ja, echt. Ich habe hier das Sagen als Pathfinder. Also entspannt euch mal ein bisschen. Und kommen Sie bitte miteinander aus. Lassen Sie uns einander Vertrauen geben. In dieser Hölle eine Heimat für Zehntausende zu finden, ist schon ohne Probleme im Miteinander stressig genug. Verstanden, Boss. Kroganer sind bekannt dafür, gut mit anderen auszukommen. Aber nicht für ihre Bescheidenheit oder ihre präzise Selbsteinschätzung. Okay, zurück auf die Nexus. PB, Drac... Lassen Sie sich von Lexi durchchecken. Gute Besprechung. Ja, chaotische Besprechung. Aber ich habe gar nicht damit gerechnet, dass überhaupt eine Besprechung kommt. Also ich fand das eigentlich ganz cool gemacht gerade. Ja, und ich würde sagen, mit dieser wundervollen, chaotischen Besprechung werden wir diese Folge beenden. Und erst in der nächsten Folge werden wir dann mit Addison reden. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao.